So Leute, wir sind wieder da. Es ist Winter in Russland. Wir haben es noch geschafft, Kiew zu besetzen im letzten Part. Und haben so, ja, auf einer recht guten Fläche den Dnepr erreicht. Und im Süden sind wir überhaupt nicht vorangekommen, weil der Rumäne viel zu unfähig war. Oder vielleicht sollte ich eher sagen, weil der Russe sich da viel zu breit gemacht hat. Wir müssen schauen jetzt, dass wir den Russen so langsam aber sicher in den Arsch treten, weil je länger wir da rumsitzen, desto stärker wird ja der Russe. Weil er stellt sich ja auf uns ein. Und wenn ich ihn 42 nicht gekippt bekomme, dann wird es sehr interessant. Dann kann das LP wirklich, erstens, das LP wird ein bisschen in die Länge gehen. Würde euch ja freuen, mich weniger, weil ich gegen Russland kämpfe. Zweitens, es wird immer schwerer voranzukommen. Gerade im Winter ist es schwer. Mal sehen, der hat hier über so ungefähr zwei Armeekorps. Das ist ungefähr das, was ich auch habe. Ich glaube, Armeekorps waren 5 Divisionen oder so war das. Also hat er ungefähr 10 überall. Ja, irgend so wird das sein. Boah, 6 hat er da. Boah, er holt hier. Boah, im Süden ist er richtig stark. Holy shit. Hier ist er richtig schwach besetzt. Da könnte ich ein paar Truppen hinstellen, so einen kleinen Brückenkopf machen. LOL. 5 Armeekorps, na klar. Du gehst nach Kiew. So, dann werde ich einen kleinen Wintermarsch machen, glaube ich. Ich werde jetzt einfach mal versuchen, im Winter einen Kessel zu bilden. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Ist kein Beinbruch, wenn es nicht funktioniert. So, Verbündeten-Divisionen sind auch ein bisschen abgenutzt. Pff, ist mir so ein Kack egal. So, ich habe ja schnelle Kräfte da. Recht gute sogar. Ja, Panzer wäre auch so eine Idee, ne? Aber ich überlege gerade. Ja, das reicht. Sonst wird's zurück zu wenig. 5 Fragezeichen. Ja, 7 Divisionen ist Mika. Da mussten bestimmt Garnison oder sowas. Nö, gar keine Garnison. Das sind auch schnelle Kräfte des Russen. Interessant. Naja, ungefähr 20 Divisionen hängen hier unten. Es ist immer schön, also so Armeekorps-mäßig sagt einem nichts, wenn ihr näher ranzoomt, dann habt ihr 10 Fragezeichen. Dann könnt ihr ungefähr wissen, wie stark der ist. Das reicht schon aus, um ungefähr zu planen. Die genaue Zahl ist natürlich am besten. Aber ja, das reicht auch aus, um ungefähr zu wissen, weil der Russ ist ja nicht so stark. Und der spammt hier. Alter, was setzt der da alles hin? Ich glaube, ich sollte es mal aufhören, bevor er zu imbar wird. Ja, im Winter vorzurücken ist dumm. Okay. Ich lasse es ja sein. Ich lasse es doch sein. Holy shit, hat er da viele Verbände. Hier oben hat er ja weniger. Ich versuche einfach mal, ob ich Dünaburg besetzen kann. Ich versuche es einfach mal nur. Ist dumm, über einen Fluss zu gehen im Winter? Ja, ich weiß. Lass es mich einfach mal ausprobieren, Leute. Okay, ihr erinnert mich ja nicht dran. Aber der Russe. Der steht am Fluss. Weil wenn ich hier rüber komme, dann ist es ganz interessant. Aber. Also das Allerdümmste ist es über einen Fluss auf eine Stadt und dann im Winter. Das ist das Allerdümmste. Aber das sieht doch gut aus, weil da keine Truppen. Wo müssen die scheiß Nachrichten immer kommen? Ich muss irgendwann mal ausstellen. Das macht keinen Sinn, ich spiele das Spiel ja eh nicht mehr, mit Ausnahme vom Let's Play her. Weil Victoria 2 ist einfach zu geil. Davon kommt ja auch bald ein LP. Bald. Ja, Italien meckert. Er wird länger dauern, als ich dachte. Er hat seine Kräfte ganz schön reduziert. Aber irgendwie in meiner Organisation macht das recht wenig aus, dass ich hier beim Fluss angreife bisher. Okay, den Russen macht das auch ein bisschen wenig aus, weil der, naja, ne, der sitzt halt hinterm Fluss, ne? Und hinterm Fluss ist eine schöne Verteidigungslinie. Aber egal, gewinnen die Österreicher hier ein bisschen Erfahrung, das ist auch gut. Ist ja so, wenn man recht lange im Kampf ist, gewinnt man an Erfahrung, zumindest die Einheiten. Und da die Russen eigentlich so ein Volk ist, das sich recht schnell zurückzieht, wenn man mit einer recht großen Überlegenheit angreift, passt so etwas über den Fluss verrücken, wenn die recht hartnäckig sind. Aber solange ich hier recht gut gewinne, macht mir das nichts aus. Boah.
Jetzt habe ich viele Leute verloren, ey. Nur einmal rüberkommen. Naja, es war ein bisschen Imba. Was habe ich jetzt gerade erforscht hier eigentlich? Ach so, ja, verbesserten Schwerpanzer, klar. Wespen? Ich glaube, Raketenartillerie wäre ganz interessant. Wer kann das nochmal? Ah, Henschel. Nebelwerfer. Kennt ihr bestimmt von der COH, wer es gesehen hat. So, ich versuche jetzt so langsam aber sicher im Winter, wohlgemerkt, rüberzukommen. Also man merkt klar, dass Winter ist, weil das Vorankommen ist richtig lahmarschig. Vielleicht bemerkt ihr es selber, wenn ihr es so sieht. Und ich versuche auch diese Provinz da zu besetzen, damit ich im Norden recht gut stehe. Und dann brauche ich im Norden Mittel. Ja, eigentlich ich brauche nur im Nordabschnitt eigentlich neue Truppen. Sonst wird es da eigentlich. Ja, das geht ja nicht so schnell voran. Im Süden habe ich eigentlich gut genug Truppen. Nur der Russe steht da ein bisschen gut. Ah, der hat auch einen Haufen Truppen jetzt abgezogen. Ich frage mich, wo die alle sind. Bestimmt Reserve oder auch nach Norden geschickt. Oder ich weiß nicht, was er damit machen will. Auf jeden Fall, Winter ist bei mir immer so eine Sache, wo ich neue Truppe ranhole. Wo ich mir so ungefähr Ziele vorsetze, wo ich vorrücke. Aber das ist natürlich auch eine Möglichkeit für den Russen selber, dass er sich auch die Truppen verstärkt. Dass er sich auch ein paar Ziele setzt. Insofern ist es so eine Sache. Aber wie gesagt, ich greife im Winter eigentlich nicht gerne an. Nur so Kleinigkeiten mache ich damit. Also ein paar strategische Gebiete besetzen. Aber an sich lasse ich eigentlich im Winter immer, lasse ich die Truppe eigentlich ein bisschen ausruhen, damit sie wieder volle Orga hat. Und ja, so was halt. Weil es auch doof, Ewigkeiten voranzurücken, sonst enden wir so wie in Wirklichkeit. Dann sind die Truppen von Moskau völlig am Ende. Und ich sollte aufhören, Blödsinn zu labern, weil der Russe, der will den Punkt hier nicht verlieren. Aber noch sieht es ganz gut aus. Solange er nicht über 20 Divisionen kommt, sieht das gar nicht noch ganz gut aus. Ja, ich brauche auf jeden Fall im Norden neue Truppen. Da habe ich viel zu wenig hingestellt. Nein, der Russe ist einfach nur Imba. Ist einfach so. Gibt ja viele Leute, oder ich habe mal zumindest gesehen, wo viele gesagt haben, Russland kann man gar nicht besiegen. Man kann es, Leute. Ihr müsst einfach es machen. Ich habe mir auch mal eine Zeit lang überlegt, wie soll man das schaffen? Das ist doch fast gar nicht möglich, bis ich es irgendwann mal selber hinbekommen habe. Hab mir dann gedacht, okay, so kann es ungefähr klappen. Und dann ging es irgendwie immer leichter. Jetzt habe ich gar keinen Schiss mehr von denen. Zumindest wenn ich Deutschland bin. Dann habe ich keinen Schiss vor denen. Wenn ich ein anderer Staat bin, sagen wir mal Japan oder so, das ist was anderes. Aber wo ich Japan war, habe ich richtig Respekt vor denen gehabt, die Säcken. Ach Leute, hört doch einfach auf. Ihr gewinnt eh nicht. Das ist halt Sinn. Die gewinnen nicht und wollen trotzdem verbluten. Ja, die wollen einfach, dass ich verblute, weil ich verblute ja auch ganz ordentlich da. Egal, vielleicht schaffe ich ein paar Truppen da ordentlich anzukratzen, aber das sieht ja nicht so aus. Aber pff, egal. Boah, 5 Armee kostet unten. Das ist der Wahnsinn. Also im Jahr 42 versuche ich mal Leningrad zu besitzen. Oh, ein Event von mir. Ach stimmt, den Atlantikwall habe ich auch noch gemacht. Also ich weiß nicht, ob man ihn lesen kann. Ich lese ihn einfach mal vor. Wer ihn nicht richtig lesen kann, weil die Schrift ist ein bisschen klein, glaube ich. Bereits im Dezember 1941 forderte Hitler ein Gürtel von Bollwerken an der 5000 Kilometer langen Atlantikküste. Nach der missglückten Landung kanadischer Truppen bei Dieppe am 18. bzw. 19. August 1942 befahl Hitler am 25. September 1942 die Befestigung der gesamten Atlantikküste zu einem Atlantikwall. Für ein solch großes Bauwerk fehlte es dem Reich aber zum Teil am Personal und am Material. Die Leitung der Arbeiten wurde von der Organisation Todt übernommen. Ja, man kann sich halt jetzt ja hier entscheiden, ob man einen Atlantikwall haben will, der von Norwegen bis runter nach Frankreich führt, oder ob man ihn nicht braucht. Ich meine, ich brauche ihn eigentlich nicht, weil ich habe die Insel besetzt, aber ich sag trotzdem mal ja, damit ihr diesmal sehen könnt. So, lasst den Bau beginnen, dann verliert er ein paar ja, Mineralien, sag ich jetzt mal. Aber das ist nicht ganz ausgebaut, die verliert viel zu wenig Mineralien für das, was man hat. Aber wenn man auf einen höheren Schwierigkeitsgrad spielt, also richtig auf schon auf schwer, dann ist es schon herausfordernd trotzdem. Der Witz ist, tut man einmal diese Bauten unterbrechen, dann kommen keine weiteren. Also man muss schon ungefähr abschätzen. Und es gibt auch nicht unendlich viele davon, das geht bis 44 oder so.
dann kommt auch nichts mehr, weil halt 44 sind halt gelandet. Und ungefähr so habe ich es mir dann gedacht, als ich das Event geschrieben habe. So, jetzt sind wir fast den halben Dezember hier am Kämpfen gewesen. Leute, zieht euch einfach zurück. Ihr verliert. Ich sag nichts. Es sind einfach Russen. Also ich werde auf gar keinen Fall noch irgendwo weiter angreifen, weil ich sehe schon, wie es enden wird. Da lasse ich meine Truppen sich eher ausruhen und guck mir dann so eine kleine Lücke aus. Oder ja, guck mir einfach aus, wo ich groß angreifen werde. Auf jeden Fall im Süden, so viel ist sicher. So sorry, dass ich jetzt ein bisschen dagegen gekommen bin. Warum ärgert er mich? Was sind das für Kräfte? Das sind halb abgekämpfte Infanteriedivisionen. 39er, ich habe 41er, zieht das rein. Ich sehe, es wird den gesamten Januar dann so gehen. Ach ja, wie lange ist so der Winter in Russland? Der ist eigentlich recht lange, so Mitte April oder auf. Also Mitte April könnte man rein theoretisch wieder angreifen. Und meine Mütze spackt gerade ab. Warum spackt meine Mütze ab? Irgendetwas. Ach, eine Luftwaffe, okay. Luftwaffe. Sie fliegen und werfen Bomben. Hey, wir haben Heiligabend. Und es wird immer noch gekämpft. Ja, auch vor den Feiertagen haben die Russen keinen Halt gemacht. Da haben sie auch trotzdem den Deutschen angegriffen. So ein paar kleine Säcke sind das. Ich meine, in Frankreich hat man sich wenigstens noch an Feiertagen gehalten. Bei den Russen nicht mehr. Dann merkte man auch schon, dass es ein bisschen anderer Krieg war. Boah, wie die einfach dann nur abspacken, ey. Also Leute, ihr seht schon, im Winter ist es recht langweilig zu gucken, weil nicht viel passiert. Und wow, guck mal, ich habe mehr Verluste als der Russe. Wegen Überfluss und wegen ne, Winter. Und mich schreibt gerade einer in Skype an. Das ist. Wow, ich habe jetzt echt gedacht, das Dingens hier ist jetzt hängen geblieben. Was ist passiert? Was ist passiert? Oh, der Selbstmord Ernst Udets. Warum kommt das? Ich habe doch die Luftschlacht gewonnen. Egal. Lese ich nicht vor. Udet ist einfach tot. Scheiße. Naja. Ist so eine Sache halt. So, kann ich bitte die Provinz besetzen, damit ich sie halten kann? Ich merke gerade, der Kroate baut Truppen. Warum macht er das? Will er mir helfen? Hey, cool, ich hab die Provinz besetzt. Ja, bei den Bulgaren lasse ich ein paar Truppen mal da sitzen, falls der Brit auf dumme Gedanken kommt. Man weiß ja nie, der Brit ist ja lustig. Auch wenn er Italien platt gemacht hat, hat er mich mal trotzdem in Griechenland angegriffen. Ist mir zwar nur einmal passiert, aber es ist trotzdem mal passiert. Und deswegen, naja. Sicher ist sicher. So, dann werde ich auch vorläufig erstmal nichts mehr machen, weil Vitensk. Ah nee, Vitensk war gar keine Stadt. Aber ich werde mal nach Berufsverkehr gehen. Dann haben wir jetzt volle Ausrichtung aller Dings hier. Und ungefähr so mache ich es eigentlich auch immer. Ey, die russische Luftwaffe meldet sich und ist direkt gestorben. Lol. Ach ja, wir cutten jetzt hier mal und dann mal gucken, wie weit wir kommen.